Am 19. November verstarb Rosalynn Eleanor Smith Carter im Alter von 96 Jahren in Plains, Georgia. Sie war eine US-amerikanische Autorin, Aktivistin und als Ehefrau des 39. US-Präsidenten Jimmy Carter von 1977 bis 1981 die First Lady der Vereinigten Staaten. Rosalynn war das älteste von vier Kindern von Frances Alicia Murray und Edgar Smith. Die Familie hatte wenig Geld. Vater Edgar starb, als Rosalynn 13 Jahre alt war. Seitdem half sie neben dem Schulbesuch bei der Erziehung ihrer jüngeren Geschwister in der Schneiderei ihrer Mutter. Als Rosalynn 1945 ihre Beziehung zu Jimmy Carter begann, kannten sich die Familien Smith und Carter bereits. Die beiden heirateten am 7. Juli 1946. Ihre Ehe ist die längste in der Geschichte der amerikanischen Präsidenten. Sie haben vier Kinder und 11 Enkelkinder. Nachdem Rosalynn Carter geheiratet hatte, wurde sie Hausfrau und gab ihr Vorhaben, Innenarchitektur zu studieren, auf. Sie reiste während seiner militärischen Laufbahn an der Seite ihres Mannes von Einsatz zu Einsatz. Als Jimmy Carter 1953 seine Karriere bei der Marine aufgab und die Erdnuss- und Baumwollplantage sowie das Lagerhaus seiner Familie von seinem sterbenden Vater übernahm, führte dies zur ersten Krise in seiner Ehe. Rosalynn engagierte sich 1966 in der Politik, als Jimmy Carter zum Gouverneur von Georgia kandidierte. Rosalynn Carter ist wie ihr Ehemann seit Jahrzehnten, mit einigen Unterbrechungen, Mitglied der Maranatha Baptist Church in Plains. Jimmy Carter arbeitete dort als ehrenamtlicher Sonntagsschullehrer und als Diakon. Als First Lady von Georgia setzte sie sich für Verständnis für psychisch Kranke und Menschen mit geistigen Behinderungen ein. Sie arbeitete ehrenamtlich in einem Krankenhaus in Atlanta und war 5 Jahre lang Ehrenpräsidentin der Olympischen Spiele für behinderte Kinder in Georgia. Ein weiterer Schwerpunkt ihrer Arbeit war die Gesundheit der Pflegekräfte. Sie war die erste First Lady, die ein eigenes Büro im Ostflügel des Weißen Hauses hatte. Sie war während der Präsidentschaft ihres Mannes aktiv und gilt als eine der politisch einflussreichsten First Ladies in der amerikanischen Geschichte. 1982 gründeten sie und ihr Mann das Carter Center, eine gemeinnützige Organisation, die sich weltweit für Gesundheit und Demokratie einsetzt. Im Juli 1986 arbeitete das Paar eine Woche lang auf Baustellen in Chicago und baute Einfamilienhäuser für Familien in finanziellen Schwierigkeiten. Sie veröffentlichte 1984 ihre Autobiografie. Seitdem hat sie gemeinsam mit anderen Autoren 4 weitere Sachbücher verfasst. Ihr letzter öffentlicher Auftritt mit ihrem Mann fand Ende September 2023 bei einer Parade in ihrer Heimatstadt Plains statt. Am 31. Mai 2023 wurde öffentlich, dass Rosalynn Carter an Demenz leidet. Sie lebte weiterhin in einem gemeinsamen Haus mit ihrem Ehemann Jimmy Carter und erhielt wie er Palliativpflege. Jimmy Carter lobte seine Frau als eine gleichberechtigte Partnerin bei allem, was ich jemals erreicht habe. Lasst uns die Erinnerung an Rosalynn Carter in unseren Herzen bewahren. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.